Herzlich willkommen zu einem weiteren Testbericht von Minitechnet. Heute sehen wir uns einmal das Alienware M11X genauer an. Dieses 11 Zoll Notebook hat auf der diesjährigen CES besonders für Aufsehen gesorgt. Es ist das erste Alienware Notebook mit einer Display-Diagonale kleiner 15 Zoll und einem fest verbauten Akku. Dieser soll laut Herstellerangaben bis zu 8 Stunden laufen. Schauen wir uns nun das Design des Notebooks einmal näher an, sehen wir sofort, dass das Design der größeren Modelle, dem M15X und dem M17X, quasi 1:1 übernommen wurde. Nur halt etwas kleiner. Es wurde ziemlich identisch gefertigt und weist die gleiche hohe Verarbeitungsqualität der großen Modelle auf. Durch die metallische Außenhaut ist das 11 Zoll Notebook allerdings relativ schwer. Mit fast 2 Kilo ist es nicht gerade ein Leichtgewicht. An Anschlüssen bietet das Alienware M11X auf der linken Seite einen Kensington-Anschluss, einen VGA-Ausgang, einen USB-Anschluss, einen Netzwerkanschluss, einen HDMI-Ausgang, einen Displayport, den 3:1 Card-Reader für MMC, SD und MS Pro und einen 4-Pudding Firewire-Anschluss. An der Front befinden sich keinerlei Anschlüsse. An der rechten Seite befinden sich zwei Kopfhörerausgänge und ein Mikrofoneingang, die sich bei Bedarf auf 5.1 Audio umkonfigurieren lassen. Außerdem befinden sich hier zwei weitere USB-Anschlüsse. Somit kommt das Alienware M11X auf 3 USB-Anschlüsse, was für ein 11 Zoll Notebook eine ordentliche Anzahl ist. Dank HDMI und DisplayPort ist der Anschluss an größere Displays ebenfalls kein Problem. Klappen wir das Notebook einmal auf. Wie man sehen kann, geschieht dies einfach mit einer Hand, ohne dass das Notebook abhebt, fällt unser Blick direkt auf die Alienware-FX-Tastatur, die auch in den großen Modellen verwendet wird. Sie besitzt zwar kleinere Tasten, reagiert aber genauso wie die der großen Modelle, die uns schon sehr gut gefallen haben. Die Größe des Touchpads ist okay. Durch die geringe Höhe landet man beim Scrollen aber doch das ein oder andere Mal auf der Space-Taste. Das Touchpad verfügt über einen horizontalen und vertikalen Scrollbereich, die aber nicht besonders gekennzeichnet wurden. Über Multitouch verfügt das Touchpad allerdings nicht. Die Tastatur selbst ist beleuchtet und kann mit dem Command Center individuell angepasst werden. Das 11 Zoll Display ist wohl die große Besonderheit des Notebooks, aber leider auch der größte Makel des Notebooks zugleich. Die Darstellungsqualität ist sehr gut, das steht außer Frage. Allerdings ist das Display nicht besonders lichtstark und in Verbindung mit der spiegelnden Oberfläche ist ein Arbeiten unter freiem Himmel oder unter heller Beleuchtung nahezu unmöglich. Doch kommen wir nun zur verbauten Hardware des Alienware M11X. Als Prozessor kommt ein Intel Core 2 Duo SU7300 zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um eines der sparsameren Modelle aus dem Intel-Portfolio. Mit einem Standardtakt von 1,3 GHz ist der Prozessor Alienware wohl zu langsam gewesen, denn er ist von Werk aus auf 1,6 GHz übertaktet worden. An Grafikkarten verfügt das Alienware M11X Notebook eigentlich über zwei Stück. Einmal über die im Chipsatz integrierte Grafik und einmal über eine Nvidia GeForce GT335M. Mit der Chipsatz-Grafik ist das Notebook gerüstet für Office, Internet und Filme, während die Nvidia-Grafik genug Leistungen für Spiele wie Crysis, Call of Duty oder Need for Speed liefert. Dank der Möglichkeit, die Grafik im laufenden Betrieb umzuschalten, lässt sich die Grafikleistung besser den eigenen Bedürfnissen anpassen. Das Wechseln der Grafik geschieht innerhalb weniger Sekunden. Am Arbeitsspeicher verfügt unser Modell über 4 GB DDR3 RAM. Dieser kann im Konfigurator aber noch bis zu 8 GB erweitert werden. Um die Datensicherung kümmert sich eine 500 GB große Festplatte mit 7200 Umdrehungen. Zum Schutz der Daten verfügt sie über einen Freefall-Sensor. Das Alienware M11X hat uns in unserem ersten Test sehr gut gefallen.
Es ist schon erstaunlich, wie Alienware es geschafft hat, in dieses kleine Gerät so viel Leistung zu zwängen. Den kompletten Testbericht können Sie demnächst auf unserer Internetseite www.minitechnet.de nachlesen. Dort finden Sie auch weitere Messergebnisse zu Benchmarks und Laufzeiten. In der Zwischenzeit abonnieren Sie doch unseren Channel und seien Sie immer up to date, wenn wir neue Videos herausbringen. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.